Heute möchte ich mir mit euch die neuesten Zahlen zum Goldmarkt ansehen, denn das World Gold Council hat neue Daten veröffentlicht für letztes Jahr und ein Highlight sticht ganz deutlich heraus. Das sind die Käufe der Zentralbanken. Während vor wenigen Jahren die Zentralbanken eigentlich noch gar nichts mit Gold am Hut hatten, kaufen sie jetzt wie die Wilden. Und ich werde mir zusammen mit euch ansehen, wer kauft denn das so, welche Volumina werden gekauft und was können wir als Geldanleger daraus lernen? Außerdem habe ich noch eine große Ankündigung für euch. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und gleich mal vorab heute Abend, denn es ist zeitkritisch, gibt es ein Live-Seminar mit mir. Ich blende es euch ein, ich verlinke es euch unten drunter. Wenn ihr dabei sein wollt, tragt euch ein, ist vollkommen kostenlos und Lars Erichsen und ich werden durch die Märkte gehen, euch durch die Märkte besser gesagt führen und ich werde natürlich auch einen Teil dem Gold widmen. Und mir mal ansehen, was so in den letzten Tagen, und da hat sich einiges am Goldmarkt getan, also eine mega Übernahme. China kauft wieder wie verrückt dazu und Russland steht auf der Verkäuferseite. Was das alles für den Goldpreis in diesem Jahr zu bedeuten hat, diesen Fragen gehe ich nach und weiteren. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr heute Abend dabei seid. Schnell sein lohnt sich, denn wir erwarten einige tausend Teilnehmer. Also tragt euch ein. Wer das Video später sieht, kein Problem, ihr könnt euch unter dem Link trotzdem eintragen und bekommt dann direkt die Aufzeichnung zugeschickt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema der neuesten Zahlen des World Gold Councils für Gold oder für den Goldmarkt besser gesagt. Ich blende euch mal eine Überschrift ein. Die Überschrift stammt aus dem Artikel oder dem Analysebericht des World Gold Councils. Ich verlinke ihn euch unten drunter. Der ist hinter einer, Paywall ist das falsche Wort, nennen wir es mal Registrierungswand. Also wenn ihr euch kostenlos eintragt, dann bekommt ihr auch vom World Gold Council alle Daten und Reports zugeschickt, könnt ihr dort also einsehen, unter anderem auch diesen Report. Und ich übersetze euch mal so grob ins Deutsche, 2022, stärkstes Jahr der Goldnachfrage in über einem Jahrzehnt. Und unten drunter steht, kolossal, also da steht wirklich kolossale Zentralbankkäufe, geholfen von kräftigen Retail-Investor, Privatanlegerkäufen und geringeren Abflüssen aus ETFs haben zusammen die Nachfrage auf ein 11-Jahres-Hoch gehievt. Also das erstmal, um euch vorab abzuholen, bei Gold sieht es super aus und ich zitiere euch mal ein paar wichtige Erkenntnisse aus dieser Studie, bevor wir dann zum eigentlichen Highlight der Zentralbanken vorrücken. Hier steht nämlich, dass die jährliche Goldnachfrage im letzten Jahr um 18% gesprungen ist, für mich ist es gesprungen, 18% ist ein großer Wert, 18% gestiegen ist auf 4.741 Tonnen. Das ist fast so hoch wie das letzte Rekordjahr im Jahr 2011. Also wir haben eine deutliche Steigerung innerhalb der Nachfrage im letzten Jahr gesehen, aber damit nicht genug. Die Nachfrage im Juwelenschmuckbereich, besser gesagt, ist leicht gefallen um 3%. Dafür allerdings ist die Nachfrage aus dem Investmentbereich, also das sind diejenigen, die goldgedeckte ETFs kaufen oder auch in Deutschland ist ja ein Produkt ETF nicht möglich, deswegen haben wir ETCs, also die diese Produkte kaufen, Xetra Gold beispielsweise. Aus diesem Bereich heraus ist die Nachfrage um 10% auf 1107 Tonnen angestiegen. Und dann haben wir noch die Zentralbanken. Die Zentralbanken haben im vierten Quartal 417 Tonnen, müsst ihr euch mal vorstellen, gekauft und bringen es fürs Gesamtjahr auf 1136 Tonnen, werde ich gleich noch eine interessante Grafik euch präsentieren. Der Technologiebereich hat etwas an Nachfrage nachgegeben, da haben wir einen Verlust von 7% gesehen und das Gesamtangebot hat um 2% sich gesteigert. Das heißt, die Minen haben etwa so den Output, wie man auf Neudeutsch sagt, um 1% gesteigert und auch die Recyclinganstalten, die also Gold recyceln, die haben ebenfalls um etwa 1% ihre Produktion erhöhen können. Interessant ist allerdings, und ich möchte euch auch jetzt nicht ewig mit Fakten und Zahlen und Darstellungen hier quälen, aber bei der Recycling-Seite sehen wir doch gegenüber den Höchststand vor ein paar Jahren einen deutlichen Rückgang um 30%. Das ist auch folgerichtig und logisch in meinen Augen, denn wenn der Goldpreis anzieht, dann bringen Leute eher weniger ihren Schmuck weg und warten vielleicht noch darauf, dass es noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen höher wird. Also es ist auf jeden Fall positiv, dass aus der Recycling-Ecke das Gold zurückgeht, welches recycelt werden kann. Und auf der Minenseite, da sehen wir eigentlich seit Jahren nur kleine Steigerungen, weil aufgrund des ganzen
ja, ESG, Wahns hätte ich jetzt schon gesagt, also das heißt Environment, Social und Governance, dass man also besonders umweltfreundlich agiert, auf soziales Gefüge achtet, auf eine Unternehmensführung, und ich will das jetzt gar nicht irgendwie hier verunglimpfen, aber im Finanzbereich nimmt das doch schon stark Überhand und das führt einfach dazu, dass gerade im Rohstoffbereich nicht mehr investiert wird und dass deswegen einfach aufgrund dieser Vorgaben auch Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, gar kein Geld mehr von Investoren bekommen, weil Investoren sagen, fass ich lieber mal nicht an, weil am Ende steckt mein Gold in irgendeiner Kupfermine und da läuft irgendwas aus und dann, ja, dann habe ich hier die Kacke am Dampfen, sage ich jetzt mal ganz frei heraus. Also deswegen fließt da kein Geld mehr rein, was allerdings paradox ist, und das werde ich in anderen Videos natürlich noch verarbeiten, weil wir ja Rohstoffe brauchen, also auch für den Wandel in Richtung regenerativer, alternativer Energieformen brauchen wir Unmengen an Rohstoffen, und wenn die natürlich keiner produziert, weil kein Geld mehr reinfließt, oder wenn die Investitionen hier einfach nicht in dem Maße fließen, wie sie gebraucht werden, ja, dann sind einfach steigende Kurse vorprogrammiert. Aber um jetzt beim Gold zu bleiben, ihr seht, die Nachfrage ist deutlich gestiegen um 18%, das Angebot allerdings nur um 1-2%. Also das ist schon mal sehr positiv. Wie gesagt, wer will, kann sich den Report mal durchlesen, hat so 30 Seiten. Aber das eigentliche Highlight, weswegen ich das Video für euch mache, sind die Zentralbanken. Und da blende ich euch eine Grafik ein. Die Grafik stammt natürlich vom World Gold Council aus besagter Studie. Und ihr seht hier mal die jährlichen Veränderungen innerhalb der Goldbilanz der Zentralbanken. Wenn ihr ganz rechts schaut, dann seht ihr hier einen grünen langen Balken nach oben. Das ist das Jahr 2022 und das sind die vorhin erwähnten 1136 Tonnen. Wir wollen hier korrekt sein. Und das ist fast so hoch wie das Allzeithoch, das bisher gemessene Allzeithoch, muss ich sagen, im Jahr 1967. Also inmitten auf dem Höhepunkt eines Kalten Krieges und dann noch Vietnamkrieg, also historisch damals das Datum sehr bedeutend. Und jetzt sind wir wieder auf einem Niveau, wo die Zentralbanken also so viel gekauft haben, wie seit, ja, 55 Jahren nicht mehr, muss man sagen. Ihr seht in grün, das sind immer die Balken, die bedeuten, die Zentralbanken haben unterm Strich hinzugekauft. Und in rot, das sind die Balken, wo die Zentralbanken verkauft haben. Also ihr seht so 90er, Anfang des 2000er Jahre, da haben die Zentralbanken eher divestiert, also Gold verkauft, waren vor allem auch große Zentralbanken aus den Industrieländern, die gesagt haben, naja, Gold braucht kein Mensch mehr, Gold können wir auf den Markt werfen. Also dass die Bank of England natürlich Vorreiter damit, die mit das Tief erwischt haben, um ihr gesamtes Gold zu verkaufen. Aber auch andere Zentralbanken haben dann nachgezogen. Und seit der großen Finanzkrise, so 2010, oder seit dem Ende der großen Finanzkrise, seht ihr, dass die grünen Balken wieder dominieren und die Zentralbanken unterm Strich Jahr für Jahr mehr Gold aufkaufen. Im Übrigen noch eine Zahl für euch am Rande. Die Goldkäufe von 2022 verglichen mit 2021 sind um 150% gestiegen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum kaufen die so viel und wer kauft da überhaupt? Gehen wir mal auf die Frage, wer kauft da überhaupt? Blende ich euch noch eine Grafik ein. Stammt auch vom World Gold Council und zeigt jetzt mal die Top 5 Länder für letztes Jahr, die am meisten Gold gekauft haben, und die Top 5 Länder, die am meisten Gold verkauft haben. Ihr seht ganz oben Türkei 147 Tonnen, China 62 Tonnen. Hier wichtig für euch, ich werde es auch heute Abend im Seminar nochmal ansprechen, die Zahl für China beruht allerdings nur auf November und Dezember. Das heißt, in jedem der beiden Monate hat China im Schnitt 31 Tonnen gekauft. Also wenn ihr das mal hochrechnen würdet aufs Jahr, dann wären das 360 Tonnen. Und China ist wohl nicht beendet oder ist noch nicht fertig mit seinen Goldkäufen, weil im Januar wieder Gold dazu gekauft hat. Also wie gesagt, wird heute Abend noch Thema sein. Ägypten 44,6 Tonnen, Katar 35 Tonnen, Usbekistan fast 34 Tonnen. Die Liste könnte man jetzt ewig noch nach unten weiterführen, weil es extrem viele Länder gibt, die unterm Strich Gold dazu gekauft haben. Ich habe jetzt mal nur die Top 5 genommen und die Top 5 der Goldverkäufe. Wir wollen hier nicht nur positiv über Gold berichten, sondern objektiv. Kasachstan 51 Tonnen. Hier ist wohl der Hintergrund, dass hier einfach Geld gebraucht wird. Dann ist Gold also immer eine gute Möglichkeit, um an alle Devisen, die es so auf der Welt gibt, ranzukommen, weil man das Gold einfach in jedwede Währung dann eintauschen kann. Kasachstan ist hier wirklich ein krasser Ausreißer. Wenn wir allerdings dann mal am unteren Ende schauen, Deutschland, Sri Lanka, Polen, Philippinen, alles kleine Transaktionen mit mal 2 Tonnen, mal 4 Tonnen fürs ganze Jahr. Also nichts annähernd wie die fast 150 Tonnen bei der Türkei oder 60 Tonnen, die China in 2 Monaten akkumuliert hat. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum hier Deutschland dabei ist mit 4 Tonnen,
Muss ich euch beruhigen, könnte ich natürlich jetzt ein Video machen und groß hier klappern und sagen, Deutschland am Ende, es muss sein Gold verkaufen. Aber der Hintergrund ist, das Gold, deutsche Gold wird teilweise in Kleinstmengen verkauft, weil daraus dann wieder Münzen geprägt werden, also Sammlermünzen, Gedenkmünzen und so weiter. Also 4 Tonnen wäre jetzt auch nicht unbedingt der Wert, um in Deutschland irgendwas ausrichten zu können, wenn Deutschland also ja Goldbedarf oder besser gesagt Geldbedarf hätte, würde das Gold also mit 4 Tonnen bei weitem nicht ausreichen, dass man da irgendwie sagt, okay, da wäre jetzt irgendwas zu holen. Also Tonne Gold ungefähr, schätze ich mal so bei 50, 52 Millionen Euro. Ja, 4 Tonnen sind 200 Millionen Euro, ein bisschen mehr. Also das würde bei Deutschland nichts mehr ausmachen. Also da nur am Rande als Info, da geht es einfach darum, um Goldverkäufe, dass Goldmünzen geprägt werden können. Und jetzt allerdings die spannende Frage, wenn ihr euch noch erinnert an die Grafik gerade, wer da kauft, dann sind das durch die Bank, und wir können die Liste auch nach unten deutlich verlängern, Länder aus den Emerging Markets, aus den Schwellenländern. Und diese Länder haben verschiedene Kaufgründe. Vor dem Krieg Russland-Ukraine habe ich immer gesagt, die kaufen, um ihre Währung zu stabilisieren. Also Donald Trump hat ja mal das Wort der sogenannten Shithole Countries geprägt, und das ist sehr abwertend, aber am Devisenmarkt gab es ganz lange das Sprichwort, dass man gesagt hat, naja, wenn du ihr Wasser nicht trinken kannst, dann verkauf lieber ihre Währung. Also dieser Zynismus im Handel von Devisen, den Donald Trump da teilweise indirekt aufgenommen hat, den gibt es schon, und diese Länder versuchen durch Goldkäufe einfach ihre Devisenreserven zu diversifizieren. Also die haben zwar Dollar, die haben Euro, die haben ihre eigene Landeswährung, die möglicherweise niemand haben will weltweit, aber wenn natürlich die Devisenreserven mit Gold attraktiver gemacht werden, wenn hier Gold Bestände da sind, wo der Markt auch weiß, okay, hier gibt es Gold, und dieses Gold, das kann jederzeit konvertiert werden in Dollar oder Euro, wenn irgendwas schief läuft, dann hat das natürlich Vertrauen, oder dann bedingt das Vertrauen in die Währung des Landes, in das Land, und bringt so ein Land natürlich auch auf der Entwicklungsskala jetzt aus Investorensicht voran. Seit dem Krieg Russland-Ukraine kommt ein weiterer Faktor hinzu, und zwar haben die Sanktionen gegen Russland natürlich bedingt, dass Russland an seine Devisenreserven im Ausland nicht mehr rankommt. Dass viele Länder auch aus den Schwellenländern gesehen haben, wie schnell es gehen kann, dass man von seinen internationalen Devisenreserven, die man jetzt nicht im eigenen Land lagert, abgeschnitten sein kann, und dass es deswegen Sinn macht, in Gold zu investieren, weil dieses Gold mobil ist. Man kann es, wie gesagt, in Währungen tauschen. Man kann es aber auch eintauschen direkt gegen Rohstoffe. Und deswegen ist auch der Run auf Gold so groß, gerade aus den Emerging Markets heraus. Und dieser Kauffaktor, der wird auch weiterhin bestehen. Also das ist ein ganz großes Argument, weiterhin auch in Gold zu investieren. Und jetzt auch die wichtige Frage, ist das jetzt ein Warnsignal, dass die Notenbanken so viel Gold kaufen wie seit 55 Jahren nicht mehr? Ich muss sagen, es ist kein immanentes Warnsignal, kein sofortiges Warnsignal, dass man jetzt sagt, okay, die wissen mehr bei den Zentralbanken, die Welt geht bald unter. Aber man bereitet sich natürlich vor, man diversifiziert sich weg vom Dollar, weg vom Euro. Ich hatte in verschiedenen Videos ja schon über eine Blockbildung gesprochen, dass die Welt sich also aufteilt, mehr in den Westen und die USA. Dann haben wir China und die Länder drumherum. Dann haben wir andere Regionen, auch in Afrika, wo versuchen Länder so ihr eigenes Ding zu machen. Also diese westliche Dominanz ist nicht mehr gegeben, und deswegen diversifizieren sich also Länder über ihre Zentralbanken in Gold rein. Deswegen, es ist ein längerfristiges Warnsignal, dass das natürlich weiterhin den Abstieg der westlichen Dominanz und Währungen bedeutet. Es bedeutet aber nicht, dass jetzt sofort irgendwie gleich ein Weltuntergang anstehen könnte. Also das würde ich nicht sagen. Was bedeutet das jetzt im Übrigen für uns Normalos und normale Anleger? Ich muss sagen, es gibt viele, die ja auch in den letzten Jahren immer gesagt haben, naja, Gold ist ein uraltes Relikt und brauchen wir nicht mehr, und ja, kauf Bitcoin. Und ich muss für meinen Teil allerdings sagen, ich habe immer auf ein diversifiziertes Portfolio geachtet. Ich hatte immer auch Sachen drin, die halt nicht gut liefen. Beispielsweise habe ich Gold drin, ich habe Silber drin, ich habe Aktien drin, ETFs, Immobilien und so weiter. Das heißt, eine breite Diversifizierung ist für mich wichtig. Da habt ihr immer Sachen drin, die laufen super, und ihr habt immer Sachen drin, die laufen halt mal nicht so gut. Unterm Strich bringt so ein Portfolio 7, 8, 9% im Jahr. Das ist die Rendite, die mir reicht. Also riesige Renditen von 100%, die manche anstreben, das ist überhaupt nicht möglich dauerhaft am Finanzmarkt. Und auch für euch wichtig zu wissen, wenn ihr 7% im Jahr dauerhaft schafft, bedeutet eine Rendite von 7% eine Verdopplung des Geldes alle 10 Jahre. Also nach 10 Jahren habt ihr doppelt so viel, nach 20 Jahren 4-mal so viel, nach 30 Jahren 8-mal so viel und so weiter. Ihr könnt es euch ja ausrechnen. Deswegen ist es auch wichtig, in frühen Jahren anzufangen, weil man dann hinten raus natürlich entsprechend viel Kapital aufgebaut hat. Aber um zurückzukommen zum Gold.
Gold ist für mich einfach eine wichtige Sicherheitsanlage im Portfolio, aber ich muss auch sagen, alle, die immer Kritik daran geübt haben, wenn die Zentralbank gerade aus den Schwellenländern heraus jetzt so unglaublich viel Gold aufkaufen, dann ist da ein Denkprozess dahinter und dann sollte man schon überlegen, ob man als normaler Anleger nicht auch einen Teil seines Geldes in Gold investiert. Wie gesagt, ihr wollt nicht überinvestiert sein. Ich habe 20% Gold im Depot und das ist die absolute Obergrenze, die ich jemandem empfehlen würde. Es geht auch weniger, je nachdem, wie man zu Gold steht, aber wenn die Zentralbanken so unglaublich viel Gold kaufen, sollte man selber zumindest mal darüber nachdenken, ob man nicht auch Gold kaufen sollte. Und diejenigen, die jetzt sagen, naja, aber es interessieren mich jetzt die Zentralbanken von irgendwelchen Schwellenländern. Ja, dann muss man aber auch sagen, dass große Länder wie die USA oder auch Deutschland weiterhin auf ihren riesigen Goldbeständen sitzen. Die haben die Goldbestände also nicht verkauft, die behalten die weiterhin. Und wenn man mal in die Statistik reinschaut, die USA als auch Deutschland haben etwa 67% ihrer Devisenreserven in Gold gelagert. Nur mehr Gold in prozentual gesehen an den Devisenreserven hat Portugal. Die kommen so etwa auf 70% und Platz 1 Venezuela. Die würde ich aber aus dieser Gleichung herausnehmen. Bei Venezuela ist der Hintergrund, erstens haben sie keine Devisenreserven mehr, dadurch wird der Goldanteil extrem hoch. Und der zweite Teil ist, dass die venezuelanischen Goldreserven in England lagern und da ein Gerichtsprozess nach wie vor läuft, ob England die freigibt. Das heißt, die Venezuelaner kommen gar nicht mal an ihr Gold. Wären sie rangekommen, hätten sie es wahrscheinlich schon lange verkauft. Also das Land wurde leider so heruntergewirtschaftet. Ist auch mal ein Thema für sich. Aber so gesehen, wenn Länder wie jetzt die USA und Deutschland fast 70% ihres Geldes in Gold lagern als Reserven, dann kann das auch nicht so doof sein und dann steckt da wahrscheinlich auch ein Denkprozess dahinter. In Anbetracht dessen, dass ja Geld frei gedruckt wird durch die Notenbanken, Anleihen werden gekauft, die Märkte werden überflutet, jedes Problem wird mit noch mehr Dollar und Euro gelöst und trotzdem wird das Gold behalten. Deswegen, das ist für mich so der No-Brainer, warum ich sage, okay, da brauche ich Gold einfach für den Notfall. Und im letzten Jahr hat ja Gold mit 5-6% in Euro ganz gut funktioniert. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie dieses Jahr wird und was da noch so ja, das Jahr uns bringen wird als Goldanleger. Aber das war jetzt für euch mal eine Rundumschau und vor allem auch ein Einblick in das, was die Zentralbanken machen und wie dadurch der Bezug natürlich zu uns normale Goldanleger hergestellt werden kann. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und hoffentlich sehen wir uns heute Abend oder ihr seht euch zumindest die Aufzeichnung an. Bis dann!